Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich dir ja die sechs wichtigsten Erfolgsverhinderer, die sechs wichtigsten Feinde des Erfolgs im Network Marketing vorstellen. Warum ist es so wichtig, dass du die kennst, gerade wenn du jetzt im Network Marketing startest? Es ist deshalb wichtig, weil nur wenn du diese kennst, dann kannst du sie erkennen, wenn sie auftauchen. Viele von ihnen haben so diese Tücke, dass sie so schleichend kommen und wir können sie gar nicht, ja, bewusst wahrnehmen, weil sie tagtäglich in unserem Leben uns begegnen und wir sie schon so gewohnt sind, dass wir sie oft gar nicht erkennen. Und deswegen müssen wir sie einmal bewusst machen, damit wir dann darauf reagieren können, wenn sie auftauchen. Ich habe das Ganze jetzt auch nicht nach Wertigkeit oder Chronologie oder so irgendwie geordnet, ja, also dass jetzt der Nummer 1 Grund der wichtigste ist, sondern einfach so, wie sie ja mir eingefallen sind. Und der erste Erfolgsverhinderer ist Selbstbetrug. Selbstbetrug, ich schreibe es gerade mal hier mit. Ja, oder man könnte auch sagen, sich etwas vormachen. Und ich schreibe dahinter mal noch rationalisieren. So, was meine ich damit? Selbstbetrug ist im Prinzip, wenn du, oder ich gebe dir dazu am besten einfach ein Beispiel. Du solltest jetzt eigentlich, du weißt genau, du bist jetzt mal angenommen, du machst Network Marketing nebenberuflich, du bist jetzt nach Hause gekommen und eigentlich weißt du, ja, jetzt müsste ich noch 5 Menschen auf eine Geschäftspräsentation einladen. Das hast du mit dir selbst vereinbart und das willst du ja umsetzen und zwar von Montag bis Freitag. Jetzt ist Montag, am Montag hat es vielleicht noch gut geklappt. Am Dienstag kommst du nach Hause und es war wirklich ein stressiger Tag. Und ja, außerdem hast du noch Familie, Kinder, um die man sich kümmern muss. Ja, und dann sollte noch der Rasen gemäht werden. Und wenn du das alles erledigt hast, dann hast du den Kopf frei, um ja durchstarten zu können, um arbeiten zu können. Und schon ist der Dienstag kaputt. Am Mittwoch fällt dir dann ein, dass, naja, im Keller alles voll mit Müll steht oder wie auch immer mit Kartons, die müssen mal ja aufs Altpapier und so weiter. Also du merkst schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und da machen wir uns oft was vor, dass wir sagen, naja, ich habe ja mit 2, 3 Leuten gesprochen, ist jetzt nicht so das rausgekommen, was man sich erwartet. Aber nächste Woche ist ja auch noch eine Woche oder morgen starte ich neu durch. Und das ist nichts anderes, wie sich etwas vormachen. Und immer dann, wenn wir uns etwas vormachen, dann rationalisieren wir das. Das heißt, wir suchen Gründe dafür. Wenn du, ja, zum Beispiel, du bist gerade am Telefonieren, jetzt kriegst du eine SMS von einem super guten Freund, den du vielleicht schon eine Weile nicht mehr gesehen hast, und der sagt, hey, komm, lass uns ein Eis essen gehen. Und dann geht auf einmal der Verstand los und sagt, naja, aber ja, ich könnte ja mit ihm auch darüber reden. Außerdem haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen. Freundschaften sind ja das Wichtigste. Und du weißt aber genau, eigentlich müsstest du jetzt noch mindestens 5, 6, 7 Gespräche führen. Und das ist einfach das, was ich unter Selbstbetrug verstehe. Und ich erlebe das einfach jeden Tag, ja, wenn ich mit Menschen spreche, dass die Menschen sich da unbewusst etwas vormachen. Ja, und wenn du jetzt mal bewusst darauf achtest, dann wirst du auch feststellen, wie oft Menschen sich erklären. Und ja, und von diesem Selbstbetrug sich oder von diesem Vormachen ja auch in der Praxis Gebrauch machen. Also ganz wichtig, dass du das für dich erkennst. Und wenn du es für dich erkennst, sag einfach Stopp, fokussiere dich auf das, was dein eigentliches Ziel ist und mach es. Ja, wenn du dir heute vorgenommen hast, 10 Telefonate zu führen, mit 10 Menschen zu sprechen, dann ist das Schlimmste, was du tun kannst, ja, dich selbst zu betrügen, irgendwelche Gründe zu finden, es nicht zu tun, weil dann wird es immer leichter von Tag zu Tag, dass dieser Prozess in Gang tritt. Denn wenn du merkst, okay, jetzt geht es in diese Richtung, triff bewusst eine Entscheidung. Zieh deine Aufmerksamkeit wieder auf das, was du dir vorgenommen hast und zieh es einfach durch und danach kannst du alles tun, ja, was du dann sonst doch so tun möchtest. Der zweite Grund ist, oder der zweite Erfolgsverhinderer, kann aber auch ein Booster sein, ist dein Umfeld. Auch hier ein Beispiel dazu. Nehmen wir mal das Umfeld A. Ja, mal angenommen, du hast das Umfeld A und in diesem Umfeld A ist es so, ja, da geht es nur darum zu feiern. Es geht, ja, in den Gesprächen geht es darum, ja, wie schlecht die Politik ist, wie schlecht unsere Regierung arbeitet, Wirtschaft ist nicht gut,
alles ist schlecht, alles ist schwer. Ja, mal angenommen, du hast so ein Umfeld, wo einfach immer über solche Themen gesprochen wird und man arbeitet montags bis freitags und das einzigste Ziel ist das Wochenende, um sich dann, ich sag mal, volllaufen zu lassen oder Party zu machen. Also ich habe nichts gegen Party, ich feiere auch mal gerne, aber wenn du montags aufstehst, bis freitags arbeitest, nur um dann ja eben am Wochenende die Sau rauszulassen, dann ist da aus meiner Sicht, da stimmt dann irgendwas nicht. Genau, und wenn du in so einem Umfeld drin bist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, die ist relativ, oder die ist geringer, wie wenn du in einem anderen Umfeld bist. Und jetzt gebe ich dir ein Beispiel für ein anderes Umfeld, das Umfeld B. Ja, dort unterhält man sich drüber, ja, wie man Ziele erreicht. Dort unterhält man sich drüber, wie man, ja, da tauscht man sich aus, wie man das eigene Unternehmen besser voranbringt. Man tauscht sich drüber aus, welche Bücher man gelesen hat, welche Erkenntnisse man darüber hatte. Man gibt sich gegenseitig Empfehlungen für neue Geschäfte. Was glaubst du, in welchem Umfeld wirst du langfristig, mal angenommen, dass du über 10, 20 Jahre bist im Umfeld A und 10, 20 Jahre im Umfeld B, was glaubst du, welche Person ja erfolgreicher ist? Ganz klar die Person, die in dem Umfeld B ja sich befindet, wo es darum geht, über Wachstum zu sprechen, wo die Menschen gute Energie haben, wo sie positiv nach vorne schauen. Warum ist es so? Wir Menschen, wir nehmen ganz unbewusst ja die Meinungen, das Gesagte so Stück für Stück von anderen an, wenn wir nicht bewusst uns klar machen, dass wir es nicht wollen. Ja, das heißt, wenn du dich permanent über Negatives unterhältst, dann werden sich diese Aussagen, diese Gedanken, die werden sich dann irgendwann ja auch in dir breit machen können oder besser gesagt, die werden sich leichter in dir breit machen können und irgendwann glaubst du dann selbst, dass die Welt schlecht ist. Alles, was wir hören, sehen, ja, alles, was wir so wahrnehmen, das hat Einfluss auf uns und dagegen können wir uns nicht wehren. Deswegen musst du für dich immer wieder aufs Neue die Entscheidung treffen, was willst du wahrnehmen, ja, was willst du in dich, in deinen Körper, in deinen Kopf, was willst du aufnehmen, ja. Genau, und deswegen ist das Thema Umfeld so wichtig. Das heißt nicht, dass du jetzt alle deine Freunde aus deinem Umfeld verbannen musst, aber es reicht ja schon mal, wenn du ja anfängst, dir ein neues Umfeld aufzubauen und ja dann, ich sag mal, wenn du in einem negativen Umfeld drin bist, einfach die Leute mal ein bisschen weniger zu sehen und dafür andere ja etwas mehr. Dann der dritte Punkt ist, keine Vision oder Ziele zu haben. Keine Vision, Ziele, Träume, machen wir es so. Du kennst ja bestimmt den Spruch, wer keine Ziele hat, der arbeitet für die Ziele anderer. Und da ist eben halt was Wahres dran. Wenn dein Ziel nur das darin besteht, mal angenommen, du fängst im Network Marketing an, weil du momentan wenig Geld hast und du hättest gern mehr Geld, dann wird dieses Ziel nicht reichen. Geld ist zwar ein super Antreiber, es wird aber keine dauerhafte Motivation in dir auslösen können, weil spätestens dann, wenn du ein vernünftiges Level erreicht hast, ja, an dem du, ich sag mal, ja, dein Auskommen gesichert ist, ja, wo alles soweit in Ordnung ist, ja, dann wirst du keinen weiteren Antrieb haben. Ja, wenn das Geld dann mal da ist, ja, dann geht's nicht weiter, ja. Und deswegen brauchst du etwas in dir drin, was größer ist als nur Geld, ja. Und da brauchst du einfach Ziele, du brauchst eine Vision, du brauchst eine klare Vorstellung von deinem Leben, wie das Ganze aussehen soll. Oder was noch besser ist, dass du für dich definierst, wie du ja das Leben anderer Menschen dauerhaft bereichern kannst, um darin eine Erfüllung auch zu finden. Ja, also du brauchst etwas, ja, was dich dann erfüllt. Der nächste Punkt ist ja kein Selbstvertrauen. Oder ja, ich schreibe einfach mal hier allgemein, Glaube daran, dass du es schaffen kannst. Ja, was auch immer dein Ziel ist, ja, du musst dafür sorgen, dass du nicht mit Selbstzweifeln durch die Welt gehst. Das ist es aus meiner Sicht eines der wichtigsten Punkte überhaupt, gerade im Network Marketing. Wenn du mit Menschen sprichst und du glaubst selbst nicht daran, dass dein Unternehmen gut ist, dass du gut bist, dass dein Team gut ist, dass das Produkt gut ist, wenn du
daran nicht glaubst, ja, wenn du gewisse Zweifel in dir drin hast, ja, dann wirst du es nie 100% mit 100% Energie, mit 100% Begeisterung, ja, an andere Menschen weitergeben. Du musst davon überzeugt sein. Wie kannst du das machen? Schreib dir auf, was ist das Gute an deinem Team? Was ist das Gute an dem Unternehmen? Was ist das Gute am Produkt? Was ist das Gute am Network Marketing? Wo kannst du Menschen helfen? Warum ist es wichtig, dass Menschen mit dir zusammenarbeiten? Und wenn du dir das immer wieder aufschreibst, immer wieder verdeutlichst, dann kannst du dort deinen deinen Glaube an die Sache immer weiter stärken. Ja, such nach positiven Beispielen in deinem Unternehmen und mach dir bewusst, dass es funktioniert. Network Marketing funktioniert. Ja, nur weil es bei manchen nicht funktioniert, heißt es nicht, dass Network Marketing nicht funktioniert. Wenn du ein Unternehmen hast, ja, was am Markt bleibt, was nicht pleite geht, ja, wenn du ein Unternehmen hast, was durchhält, ja, und du die richtigen Dinge tust, dann funktioniert Network Marketing. Bei allen, wo Network Marketing nicht funktioniert, natürlich ist, ich will auch nicht sagen, dass manchmal ist auch noch ein bisschen Glück dabei, ja. Glück gehört immer auch dazu, aber Glück kommt oft zu dem, ja, der die richtigen Dinge in der richtigen Intensität, in der richtigen Schlagzahl dann auch tut. Und die meisten, bei denen Network Marketing nicht funktioniert, die machen eben einfach nicht das, was Geld bringt. Und Geld im Network Marketing ist eben Menschen, ja, für das Unternehmen zu gewinnen, Menschen Produkte zu verkaufen. Der nächste Punkt ist Perfektion. Auch hier erlebe ich immer wieder, dass die Menschen für sich sagen, ich muss noch das lernen, wie ist die Formulierung perfekt, wie kann ich den Einstieg am besten machen. Das sind alles berechtigte Fragen, sollte man sich auch drüber Gedanken machen. Aber wenn du, viel wichtiger ist die Begeisterung, viel wichtiger ist das Commitment, viel wichtiger ist die Motivation, rauszugehen und der Mut, ein Gespräch anzufangen. Und wenn du das Gespräch anfängst, dann werden die Worte kommen. Und wenn sie nicht perfekt sind, okay, vielleicht blamierst du dich, mag sein, ja, dann hast du das einmal gemacht. Aber du lernst daraus. Wir sind so veranlagt, dass wir sehr schnell feststellen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und deswegen können wir dann auch immer wieder weiter optimieren. Aber wenn du dich an die Gesprächsleitfäden hältst, die dir von deinem Team zur Verfügung gestellt werden, von Menschen zur Verfügung gestellt werden, die schon viele hunderte Gespräche oder tausende Gespräche geführt haben, dann halt dich einfach an das Gespräch, bring deine Persönlichkeit mit ein und dann geh los. Wenn du heute nur das Thema Perfektion, gib dir da ein Beispiel. Wenn du heute in Urlaub fährst, ja, du wirst nie von A nach B kommen, wenn du mit Perfektion an die Sache rangehst. Das heißt, du wirst beim Packen des Autos 35 Mal die Checkliste durchgehen und immer wieder wird dir was auffallen, dass du doch noch was vergessen hast. Dann fällt dir ein, du musst noch den Reifendruck überprüfen. Überhaupt hast du noch nicht nach dem Ölstand geguckt. Dann musst du Öl auffüllen, dann musst du den Reifendruck machen. Dann vorher gehst du noch in die Werkstatt. Ja, also du weißt, was ich meine. Wenn du es wirklich rundum 100% perfekt haben willst, dann zieht sich das eben einfach in die Länge und es dauert viel, viel länger, von A nach B zu kommen, wenn du überhaupt beginnst, die Reise anzutreten und überhaupt dich mal auf die Reise machst. Also perfekt. Wichtig ist, du solltest dein Handwerk können, das ist keine Frage, du solltest da auch Profi drin werden und immer besser werden, aber lieber unperfekt begonnen, ja, und dann aus einem Fehler gelernt und diesen optimiert, dass du alles perfekt aufschiebst und nie ins Handeln kommst, weil eins ist definitiv klar, das schlechteste Gespräch, was du draußen am Markt machst, ist immer noch besser, als kein Gespräch zu führen. Ja, und das ist definitiv Fakt. Wenn du kein Gespräch führst, wirst du definitiv kein Ergebnis erzielen. Und wenn du ein schlechtes Gespräch viele hundert Male machst, dann wirst du bessere Ergebnisse erzielen, wie mit dem besten Gespräch, das du nie anwendest. Okay, und der letzte Punkt, und das ist aus meiner Sicht der größte Erfolgsverhinderer, der größte Feind im Network Marketing, das ist einfach Angst. Ja, Angst, Fehler zu machen, Angst vor Zurückweisung, Angst vor dem Nein. Und deswegen hier einfach mein Tipp an dich. Lass es nicht zu, ja, dass die Angst dein Leben bestimmt. Ganz wichtiger Punkt. Lass es nicht zu, dass die Angst dein Leben bestimmt. Ja, alles, was Angst
was Angst in dir auslöst, ist in der Regel nur in deinem Kopf. Ja, wenn du jetzt nicht gerade in einem Flugzeug sitzt, was abstürzt, da darf man schon Angst haben. Ja, aber alles, was wir so im normalen Alltag haben, ist nur in unserem Kopf. Ja, wir haben Angst davor, fremde Menschen anzusprechen. Dabei wissen wir gar nicht, wie sie drauf reagieren. Wir sehen eine Person an, denken, oh, für die ist es vielleicht nichts. Ja, dabei sprechen wir die Person dann an, wenn wir unsere Angst überwunden haben und stellen fest, die Person ist uns dankbar, weil sie gerade auf der Suche ist, weil sie ihren Beruf nicht mehr liebt, weil sie eine neue Herausforderung sucht. Ja, das heißt, wir machen uns oft die Angst viel größer, ja, als sie überhaupt sein müsste. Und deswegen hier eine kleine Übung, was du tun kannst, wenn du dich nicht mehr von deiner Angst leiten lassen willst. Und setz dir einen Zeitraum 90 Tage, 180 Tage oder ein ganzes Jahr. Und immer, wenn du spürst, dass die Angst hinterher hochkommt. Das merkst du immer dann, wenn jetzt du zum Beispiel angenommen, du willst jetzt heute Telefonakquise betreiben und dann kommen so Themen hoch wie Keller aufräumen, ja, also das sind wir dann schon wieder hier in Punkt 1, Thema Selbstbetrug und so weiter. Immer wenn du merkst, oh, jetzt kommt irgendwas, was mich davon abhalten will, das zu tun, was ich tun möchte, dann ist häufig der Grund eine gewisse Art von Angst. Ja, Angst vor Ablehnung, Angst nicht gut zu sein oder wie auch immer. Ja, und immer wenn das hochkommt, dann diese Angst ins Gesicht zu schauen und es trotzdem zu tun. Natürlich am Anfang richtig schwer, ja, richtig hart, aber mit der Zeit wird es immer einfacher und du wirst immer einfacher mit der Angst umgehen können, weil du dann merkst, oh ja, die Angst ist wieder da, hallo Angst, hatten wir gestern schon, hatten wir vorgestern schon das Thema, du weißt, wir brauchen nicht mehr drüber diskutieren, ich mache es jetzt trotzdem, ja, und so wird im Prinzip deine Reaktion auf das Thema Angst wird ja immer besser und professioneller, ja, und du weißt, dass eine gewisse Nervosität, eine gewisse Angst, eine gewisse Grundspannung immer dazugehört, aber dass du bestimmst, wie es dann weitergeht und nicht die Angst. Ja, und das ist das Wichtigste. Also der letzte und aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, Angst, und lass es nicht zu, dass die Angst dein Leben bestimmt. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich, konnte dir da ein paar Impulse geben. Wenn dem so ist, teils mit deinem Netzwerk. Freue mich von dir zu hören. Hinterlass mir gerne einen Kommentar. Unterhalb des Videos findest du weitere Informationen. Du findest auch dort die Möglichkeit, falls du jetzt auf der Suche bist nach einer neuen Herausforderung, falls du Lust hast auf Erfolg, dann werde mein Businesspartner. Alle Links findest du unterhalb in der Textbeschreibung. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.